Hey, ihr Sungazer Rinnen und Sungazer da draußen. Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ja. So, es geht zurück zu den ehemaligen Schatten-Kaja. Jetzt heißen sie ja, glaube ich, Zwielicht-Kaja. Die sind aber auch relativ friedlich, sind nicht so wie ihre anderen Stammesmitglieder oder Clanmitglieder, nämlich aggressiv, sondern die sind ziemlich ruhig. Leider hat ihr Prophet hat's nicht geschafft, er ist draufgegangen. Nein. Da ist Holland mit seinen Schlägern. Tja, wir müssen jetzt trotzdem gehen. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Kaja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Schau an, die Kaja-Freundin mit ihrem tollen Speer. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, wilde oder zerlumpter Schatten-Kaja. Ich hol sie mir. Tja, wer soll das behalten? Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Ich glaube, wir haben uns gerade Freunde gemacht. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukasha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Oh ja, ist schon einiges. Tierteile. Okay, das haben wir jetzt auch. Hier ist eine... Ach, hier ist Jagdbedarf, okay. Ich wollte schon sagen, eine Jägerherausforderung. Aber wir müssen ja eh weiter für die Aufgabe. Unbekanntes... Was? Jagdgebiet? Hier haben wir... Blockierter Weg. Fehlendes Werkzeug benötigt. Aha. Wir gehen erstmal hier hin. Müssen wir jetzt ein Stück für laufen. Oh, Gesichtsbemalung. Kaja-Gelehrte. Interessant, dass wir jetzt auch Gesichtsbemalungen haben. Kann ich die irgendwie schnell runter? Wow. Kann ich da reinspringen oder bin ich dann tot? Okay. Das hätte eigentlich nicht gereicht, wir wären auf jeden Fall draufgegangen, aber gut. Ich bin zufrieden. Hier noch. Oh. Naja. Ach ja, da ist wieder der Stein. Hier der Steinbruch. Ja, aber Leute, natürlich. Ich habe ganz vergessen, euch zu begrüßen. Erstmal richtig schön, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank für all die Leute, die liken und kommentieren. Und auch alle anderen.
Aber ist ja nicht schwer. Einfach gerne was schreiben oder ein Däumchen drücken, das würde mich schon freuen. Ihr könnt natürlich das sagen, wenn ihr was auszusetzen habt. Auch kein Problem. Was? Warte mal. Stürmerhörner sammeln. Ah, okay. Habe ich da nicht schon genug? Oh je, die Schweine hier. Sind die auch in diese Scheiße reingelaufen, ne? So, habe ich sie? Eins von dreien brauche ich. Und da vorne liegen noch die anderen zwei. Also eins von drei habe ich, meine ich. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Ja. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reißhorn. Wo gibt's denn hier Reißhörner? Stürmer. Wühler. Stürmer Reitmaschine. Was ist denn hier? Oh, da ist die Reißhornrippe, alles klar. Dann hole ich mir ganz kurz nur noch hier das Feuer. Unglaublich, das trifft mich einmal, das Vieh. Und ich habe nur noch ein Fitzel Lebensenergie. Wirklich nur einmal kurz getroffen. Na komm. Der Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Was ist voll? Ach, Wildschwein. Fleisch. Oder Wildfleisch. Oh, hab's. Sehr gut. So, da wollte ich hin. Ich lasse mich aber so leicht ablenken, wenn es irgendwelche Viecher Lager zu schießen gibt. Ja, sorry. Ich habe ja gesagt, muss leider sein. Das ist echt ein bisschen komisch, dass man hier so wenig Zeug bekommt. Also auch für die Köcher, ne? Ich mache einen Köcher und krieg gerade mal 4 Pfeile mehr. Also im ersten Teil nicht. Vielleicht 10 mehr oder so. Wie gesagt, ich meine, es wäre viel mehr gewesen. So musste man halt nicht jedes Mal im Kampf wieder neue Pfeile herstellen. Oh, was ist denn das hier? Bitterkraut. Der Schrecken. Aha, eine Jagdherausforderung. Ich mach das schon. Tolles. Du hast dich also fürs Jagdgebiet entschlossen. Find ich gut.
Iswat hier hat allerlei Prüfungen für Heißsporne wie dich, die ihr Maschinenjagdgeschick erproben möchten. Oder wie die Tenakt sagen, sich Streifen verdienen. Ach, die Jagdgebiete gehören den Kaja. Die Tenakt haben im Westen auch welche. Fragst du aber die Kaja, haben Westländer die Idee dem Sonnenreich gestohlen. Die Tenakt haben das Gebiet eine Weile genutzt, nachdem sie die Kaja vertrieben hatten. Hier lagen sogar noch ihre Spezialmünzen, die man bekam, wenn man seine Streifen verdient hatte. Hier, das sind Medaillen von den Kaja. Kriegsbeute. Das heißt, man kann sie im Tenakt-Clan-Gebiet gegen Ausrüstung tauschen. Ganz schön grausig, ich weiß, aber das waren die Kaja bei den roten Raubzügen ja auch. Da fällt mir ein, wenn du nach Westen willst, könnte Iswat dir welche geben, sofern du dir deine Streifen verdienst. Die könnten dir da draußen bestimmt nützlich sein. Danke. Oh, und falls du zufällig Streit spielst, mein Freund da drüben hat tolle Sachen zu tauschen. Wenn du etwas für die Prüfungen brauchst, komm zu mir. Ich habe vieles, das dir bestimmt nützlich wäre. Viel Glück. Na, lass mal. Oh, hey, Rotschopf. Brauchst du was? So, was hast du denn? Oh, eine explosive Stolperfalle. Und ein Seilwerfer. Ja, den hole ich mir doch. Krass, Seilwerfer sind gut. Fröhliche Jagd. Seilwerfer sind perfekt geeignet zum Fesseln von Maschinen. Tippe beim Zielen R2 an, um ein Seil abzufeuern. Befestige genügend Seile an einer Maschine, damit sie gefesselt wird und sich längere Zeit nicht bewegen kann. Kannst du dein Jagdgeschick trainieren, Retterin? Wenn du die kostbaren Medaillen der Tenakt suchst, die kannst du hier verdienen, Retterin. Die Klamotten sind cool von ihm. Ich möchte dir das hier geben, falls du es brauchen kannst. Als Dank, dass du Tholis aus der Klemme geholfen hast. Oh, Schockpfeile. Alle Kaja-Soldaten wissen, dass die Sonne nicht für die Unvorbereiteten scheint. Dieses Gelände dient seit langer Zeit dazu, Jäger darauf vorzubereiten, sich den wilden Maschinen zu stellen, die an der westlichen Grenze umherstreifen. Vom Herunterschießen von Maschinenteilen bis zur effizienten Nutzung von Schockmunition. Die Prüfungen, die du hier findest, werden dir Lektionen vermitteln, die zum Überleben im verbotenen Westen unabdingbar sind. So, die Abrissprüfung. Entferner und Plünderer Wühler Energiezellen, Schockprüfung, betäube Maschinen in der Nähe eines Wühlers, indem du ihre Energiezellen mit Schockmunition überlädst. Und Betäubungs- und Fallenprüfung. Nutze die in den Gebieten aufgestellten Umgebungsfallen, um Maschinen im Betäubzustand zu erledigen. Oh, das ist aber gar nicht so leicht. So, wir starten mal. Ich mach das wahrscheinlich auch gerne alles. Dann starte ich die Zeit. Energiezellen geplündert. Erstmal gucken, wo lohnt sich's denn mehr. Okay, es gibt nur das eine hier. In Wohnstätten erfahre ich, wie man Maschinen überbringt. Na komm. Das sind keine Energiezellen. Scheiße, wo sind denn die Wühler, bitte? Viel besser. Das sind alles keine Wühler. Aua. Soll ich jetzt den Kram behalten, wenn ich draufgehe? Ja. Aua.
Ach, da haben wir eine. Ich glaube, das machen wir gleich nochmal. Das war ziemlich scheiße. So, das machen wir jetzt nochmal. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. So. Ist da Energiezelle dabei? Ach ja, da haben wir eine. Also schön den Arsch abschießen muss ich. Scheiß doch blöd an. Komm mal. Oh mein Gott. Das sind aber auch anstrengend, die Viecher. Ja, so geht's ganz schnell, wenn man es richtig macht. Du warst sehr gut, wie ich erwartet hatte. Jetzt, das ist wohlverdient. Jetzt, das ist wohlverdient. So, Glanz, Ganzstreifen, Halbstreifen und Viertelstreifen Belohnung. 4 Jagdmedaillen. 5 und 6. Geil. Gut. Das war's. Ach nee, Schockprüfung. Betäube Maschine in der Nähe des Wühlers, indem du Energiezellen mit Schockmunition überlädst. Habe ich leider nicht. Es ist nie zu spät, sein Geschick zu trainieren. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur die Fallen, aber das bringt nichts. Gut, dann würde ich sagen, das hat auch schon gereicht für das hier. Aber warte, kann ich meinen Feuerjägerbogen, meinen Scharfschussbogen, den Seilwerfer... Den Jägerbogen habe ich schon maximal. Kriegerbogen, scheiß drauf. Schockkriegerbogen. Ach, den habe ich ja doch. Warte mal. Ich habe ja doch einen Schock. Warte, Schockkriegerbogen. Was tausche ich dagegen aus? Vielleicht den Feuerjägerbogen. Oder? Schockstolperfalle. Ach komm, die benutze ich eh nie. Passt schon. Es ist halt echt so viel, was man hier hat, einfach. Schockkriegerbogen. Bleibt mir jetzt anders übrig, als den mal abzugraden, so ein bisschen. Oh, Grünglanzsplitter, seht ihr? Nee, komm, dann versuche ich das mal. Einmal kann ich es ja versuchen. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Oh nein, das wollte ich nicht. Komm mal weg. Gelähmt, das ist meine Chance. Das war's. Thank you.
Aua! Okay. Ich gehe jetzt. Ich gehe. Das war mir zu krass. Ihr seid alle doof, aber ich hab's geschafft. Herausforderung gemeistert. Das ist für dich, Retterin. Oh ja, danke. So, hab alle geschafft. So, wie gesagt, die nächste mache ich vielleicht noch. Nein. Das Gelände gehört dir. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Was kann ich für dich tun? Ich brech die ab. Nein. Ich kann etwas anderes aufbauen, wenn du willst. So, nicht erneut versuchen. Die da. Nutze Umgebungsfallen, um Maschinenbetäubzustand zu erledigen. Ja. Das Gelände gehört dir. Aber jetzt muss ich mal wieder die... Jetzt muss ich wieder die Seilfalle. Wo ist es denn? Schockstolperfalle. Rutsch einfach mit den Seilen rein. Was? Okay, ist das jetzt falsch? Okay, ich weiß, was ich... Ja, ich muss die... Okay, das ist dämlich. Ich muss die erst betäuben und dann mit Umgebungsfallen töten. Okay, lassen wir's. Wir machen jetzt erstmal die anderen Quests weiter. Das ist mir... Die Prüfung ist noch nicht fertig. Doch, ist sie. Ist sie, guter Mann. So, dann gehe ich erstmal hier hin. Nee, warte. Zack. Reißhornrippe. Brauchen wir uns das erstmal. Was war das eben für ein cooles Federbild? Ich hätte so gerne einen Abrissbogen. Abriss ist halt echt das Beste. Da kriegst du ruckzuck deine Teile und... Oh, was? Na toll. Ich dachte, ich komme jetzt ganz schnell hier raus. Oh, guck mal hier. Na? Aloy? Aha. Wenn du mal irgendwo schnell hin willst, ne? Ach, da war er ja, Tolland. Der Doofkopf. Habe ich denn? Oh, ich habe nicht mehr so viele. Ich meine, ich habe noch sehr viele in der Kiste, aber da muss ich ja erst wieder hinlaufen an die Kiste. Ich glaube schon, es ist ganz gut, wenn man entweder sammelt. Immer wieder. Oh, guck mal, da ist es ja. Uma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Da ist das Reishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Ach, jetzt trifft doch mal. Komm es. Sau. Alter. Unglaublich, ne? Ja.
Das ist eine Privatparty. Okay, ist schon futsch. Triff doch mal dieses scheiß Horn jetzt. So scheiße im Zielen, ne? Aber ist schon okay. Es reicht. Hierfür reicht's gerade so. Ich habe alles, was Della und Boomer wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Warum hole ich euch nicht öfter die Rippen, wenn die schon so gut sind? Und wenn die violett sind, auch noch dazu? Oh ja. Es hat so ein bisschen was von Monster Hunter, ne? Weil man alles hier so abschießen kann. Ich meine, bei Monster Hunter gibt es nicht so viel, vielleicht mal das Horn oder der Schwanz. Aber hier kriegt man halt immer wieder was Besonderes raus. Na gut, die Erklärung ist so ein bisschen fadenscheinig. Ich meine, hallo, es bricht ab. Wenn es auf den Boden fällt, naja. Aber wenn ich mit einer ballistischen Waffe drauf schieße, wie mit einem Bogen, was kommt in meinen Vorrat? Dann geht's nicht kaputt. Nein, nein, nein. Logisch, ne? Irgendwie. Hab ich? Hast du ja, gut. Komm, ich bin faul, deswegen machen wir es so. Achso, schnell reisen, so. Kostet ja nix, ne? Kostet ja nix. So. Ach, kann ich doch mit ihm reden eigentlich, mit Tolland? Da war ja noch ein Symbol bei ihm. Und dafür Ladescreen? Okay. Hier. Ach ne, das ist der Speerfutzi da. Kräuterkenner Heilmittel. Kettenkratz. Musste kratzen, nicht nerzen. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für eine Waffe gibt. Ein Speerwerfer, sagten sie, ne? Explosiv. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend! Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hey. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstätten? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Ach, sie ist lustig. So, jetzt aber. Jetzt gehe ich mal hier runter und mach die Quest weiter. Quest aktivieren. So geht's. Alles klar. Dann nochmal. Soll ich da jetzt so rein? Ach komm, wir reisen. Fuck. Cool. Cool, cool, cool. Neue Waffen. Warte, wo ist er? Da, hier. Prototyp Stachelwerfer. Diese Waffe wurde von Dela und Brummer gebaut und kann Sprengstacheln feuern, die nach kurzer Verzögerung explodieren. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Ja. Cool, nehmen wir doch. Oh, ich habe neue Spulen. Warte mal. Was ist das denn? Niederschlagsschaden. Okay. Was ist denn mein normaler
Das ist immer ein Jägerbogen, ne? Niederschlagsschaden. Ja. Achso, erhöht den Schaden gegenüber zu Boden gebrachte Gegner. Ah, okay, nee, dann. Die anderen können noch nichts. So. So viel Kram hier, ne? Die Linsen und 30 Jagdmedaillen habe ich schon. Krass, das geht echt schnell mit 2 Prüfungen. Ein Vorrat für die Jagd. Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die Gegner aus großer Entfernung treffen können. Aufgrund ihrer langen Ladezeit haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um die Rüstung zu durchdringen. Krass. Brauche ich aber einige Sachen für, um das herzustellen. Ich habe den Scharfschützenbogen. Oh, warte mal, ich habe ja wieder 5. Ich habe wieder 5 Punkte über. Fernkampfmeister. Breiter Stoß. Ja gut, das ist der Bolzen. Brauche ich jetzt nicht so wirklich. Konzentration wird verlängert. Hohe Salve. Ha. Okay. Bau Mut schneller auf. Ah, okay. Und stelle Waffenausdauer schneller wieder her. Na komm, ich nehme noch was anderes. Vielleicht hier. Verstaue mehr heilende Beeren in deinem Beutel. Ja. Nicht so wichtig, finde ich. Stelle Gesundheit wieder her, wenn du einen stillen Schlag benutzt. Ja, bitte. Geil. Man sieht bei mir schon, wo es hingeht, ne? Du hast eine neue Waffentechnik freigeschaltet. Du kannst zwischen verschiedenen Waffentechniken wechseln. Warte, was? Aber ich muss die erst ausrüsten, ne? Nee, warte, wo waren das nochmal? Ach nee, ich hab die noch nicht. Ah, okay, vergiss es. Oder? Kann ich die schon ausrüsten? Sag mal, spinne ich jetzt? Fertigkeiten, Informationen. Halte zum Benutzen L2 und tippe R1 an. Ja. Okay. Da brauche ich aber halt den Jagdbogen, ne? Den Jägerbogen. Ah, sieh mal, da ist es, die Fertigkeit. Okay. Ah, so geht das. Ah. Aua. Wow. Du Bitch. Entschuldigung, aber das geht viel zu schnell. Das geht einfach viel zu schnell hier. Zweimal treffen tot. Ich meine, das sind Weidetiere. Harmlose. Ach, cool. Jetzt habe ich meine Punkte wieder, ne? Komm, werden wir erstmal auf Eindringlinge. Trage mehr Rauchbomben. Ja, komm. Alles hierfür. Oh, braucht 3. Okay. Die nächste Fähigkeit. Warte. Bonusschaden gegen arglose Gegner. 100%. Und hier 200. Tarnskills stellen Mut wieder her. Die Verwendung wird verlängert. Ah ja. Ich gehe erstmal komplett hier auf Tarnung. Bam! Geil. Komm, den anderen mit der Salve finde ich ein bisschen unnötig. Ist aber auch alles Aggro, ne, was wir hier begegnen. Oder dem, was wir hier begegnen, ist alles Aggro auf uns. Alles. Aha. Nee, komm, ich geh erstmal da runter. Machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Ich will mal zu dieser Versammlung. Bam. Scharfschussbolzen.
Da war dann Waschbär. Na egal. Oh, guck mal, hier ist ein Waschbär. Da ist noch einer. So, ich muss die leider immer mal abmetzeln. Die geben nämlich gute Häute, die wir brauchen. Oder Knochen. Ich sage euch, Vögel ist das Schlimmste, wenn man die Vögel jagen will. Die triffst du nicht, die Viecher. Da ist ein Eichhörnchen. Die gehen noch, die trifft man auch so. Ja, es tut mir echt leid. Ich lasse es jetzt mit dem Tiere töten. Das wollt ihr bestimmt nicht so gerne sehen, außerdem ist es nicht sehr spannend. Okay, jetzt sind die überall schwach. Ja komm, ich lasse es einfach. Das war das Letzte. Wirklich. Für später zum Vorrat. Nein, schweige weg. Ich will dir nicht mehr wehtun. Was brauchen das eigentlich? Oha, die sind aber teuer. Bleib bei meinem Jägerbogen. Der ist so der Allrounder. Fahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Oh, cool. Vielleicht heißt das, die Gesandtschaft beginnt bald. Die spielen eine Fanfare für mich. Das machen die, Aloy. Für uns. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Ich habe Bretter vorbereitet, falls jemand eine Runde Streit spielt. Oh. Streit vor allem. Eine Köchin. Nee, ich habe schon Essen, danke. Lagerfeuer, Köchin, was ist hier? Du wurdest im Steinbruch gefeuert. Spielen wir eine Runde Maschinen. Nebenmissionen nehme ich gleich an. Ich will erstmal ein bisschen hier alles erkunden. Steht sich ja von selbst. Die Retterin von Meridian. Ja, so nennt man mich. Reinigungstrank. Ein wirksamer Trank, der aus Pflanzen und Tierextrakten hergestellt wird. Entfernt Statuseffekte und bla. Ja, okay. Heilende Beere. Kostet eins nur. Oh komm, da kann ich mir mal ein paar gönnen hier, ne? Muss ich die nicht sammeln jedes Mal. Meine Waren werden dir helfen. Hi, ich springe euch erstmal die Parade hier. Da ist ein Rüstungsschmied. Vielleicht auch Schmiedin. Kaja-Rüstung mit Schutz. Was haben wir denn hier? Gescannte Glyphen. Einen Kaja-Glyphen für Fach des Tagebuch, versehen mit dem Siegel von Nozar Arin Kuvaman. Ihr könnt lesen, wie gesagt, ne? Kurz Pause. Und Schaden. So, Nora Wachposten, was macht das denn? Konzentration, Ausdauerregeneration, Tarnfernkampf. Aber minus 20 auf Säure, das ist nicht so geil. Medizinkapazität plus 1, mehr heilende Beeren. Trankkapazität, Waffenausdauerlimit wird um 1 erhöht, wirksame Medizin. Aha, okay. Nee, brauche ich nicht. Das mit der Säure finde ich nicht so geil. Vor allem, wenn was weniger Schutz bietet, ist es immer, naja, so ein bisschen semi-toll. Oh, meine Kiste. Explosive Stolperfalle, Sprengsch... Oh! Oh ja. Löschwasser. Okay, Löschwasser und Explosiv. Was ist Löschwasser, bitte? Niederschmetternder Scharfschussbogen. Pfeile mit hoher Niederschlagskraft. Okay. Oh, ein schneidelnder Häckslerhandschuh. Ah, das ist ziemlich gut. Eine Kaja-Waffe, die Abrissmunition nutzt, um Gegner aufzuschlitzen.
Halte die Waffe vor dem Feuer länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Mit jedem Fang wird er aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Oh, wie geil. Den kaufe ich mir. Verkaufe ich diesen Feuerjägerbogen? Nee. Den scheiß Kriegerbogen. Weg damit. Wer braucht denn sowas? Spulen verkaufe ich nicht. Werkzeuge. Was ist das? Nahrung. Ah ja. Ja. Es gibt gar nicht so viel Geld, leider. Es gibt gar nicht so viel Geld. Ja. Scharfschussbogen, Feuerjägerbogen. Geil. Der Häckslerhandschuh. Gibt's denn hier eine Werkbank, sag mal? Keine Werkbank. Doch, da ist doch eine. Häckslerhandschuhe feuern Geschosse ab, die Maschinen aufschlätzen und mit jedem erfolgreichen Schlag stärker werden. Nach 3 Schlägen führt ihr nächster Treffer zum Explodieren. Halte vor dem Feuern R2 gedrückt, um den Häcksler vollständig aufzuladen, damit du Gegner länger aufschlitzen kannst und mehr Schaden bewirkst. Häcksler verursachen hohen Reißschaden, der perfekt dafür geeignet ist, Maschinenteile abzutrennen. Geil. Davon habe ich doch geträumt hier. Abrissschaden, das Beste. So, eine Vorteil zur besseren Grünglanz. Ja, alles gut. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Kohle wahrscheinlich. 5% kritische Trefferchance. Grünglanzfragment. Es gibt also auch größere. Ich bin mal gespannt. Das ist eine neue Waffenart. Die kenne ich noch nicht. Vielleicht wird es ja mal eine neue Lieblingswaffe, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Bezweifle ich aber, weil ich mag den Jagdbogen eigentlich so am liebsten. Das ist so ein Allrounder. Er hat wohl einiges Intus. Ja, lass ihn doch. Der hat eine gebrochene Rippe. Oder mehrere. Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen, aber wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie kann man sich nur so gönnen? Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat Abad nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir Sam Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Das ist seine Schwester gewesen, oder? Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Ja, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt Abad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich?
Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Errend. Schon gut. Den Versuch was wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Oh, es ist unser Best Buddy. Also, ich hatte ja im ersten Teil so ein bisschen das Gefühl, da geht was, aber die beiden sind, glaube ich, einfach nur Kumpel. Sie ist positiv, Bayiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Yes, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bayiv hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Die Klamotten, mit denen die auch rumrennen bei dem Wetter, ne? Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstatt... Das hatten wir eben. Ich war gerade kurz ein bisschen abgelenkt. Durchgeschwitzt. Ha, ja, in der... Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkatz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Weil sonst keiner macht. Sag's doch, wie es ist. Zur Seite, Soldat. Sir? Die Schuhe sind bestimmt. Da ist der Kommandant. Unpraktisch manchmal. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Gerade beim Hochlaufen hier auf so einer Schräge. Kann man sich vorstellen, dass das nicht stört. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat?
Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja. Die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Wahrscheinlich gibt's auch noch, wahrscheinlich gibt's auch noch den schaurigen Süden und den niceen Norden. Ich warte oder ich gehe? Ich gehe jetzt. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Wow. Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Die lässt sich halt überhaupt nichts gefallen, die Frau. Ich find's geil. Sie ist die Einzige, die macht, weißt du? Oh nein! Der hat den Bart abrasiert. Ach, wow, das sieht scheiße aus, Junge. Mit Bart warst du viel cooler. Öffne bitte die Tore. Lasst sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt. Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Hey, Val. Hi, Erend. Befehl. Ist Befehl. Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosa! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha! Voll bockig. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Klar. Avar, du bleibst hier. Ohne Bart geht gar nicht. Hast du Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Val meine ich. Hat ja geklappt. Wahl. Wir müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen. Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Oh, wer sind die denn? Der Nacktmarschallin. Oh, oh. Das wird nicht gut laufen. Ist das der Stamm von Silence? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure.
Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment! Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Ah, ja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Der Cousin. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ist doch der, den wir zurückbringen sollen, der 5 Jahre in Gefangenschaft war. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begannen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja. Aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt.
Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt Häuptling gedient? Die Sieger der Kuhlruth müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Ja, okay, komm, es reicht jetzt wirklich erstmal, was sie sagt. Wir machen nächstes Mal weiter hier. Da geht's weiter mit Horizon Forbidden West. Ich danke euch fürs Zusehen. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Ich freue mich drauf und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.